willkommen bei einem neuen Video. Ich bin der Profi-Nerd. Normalerweise würde ich an meinem Bau- oder Videotisch sitzen, um euch dieses Set jetzt vorzustellen. Ihr habt eh schon im Bild gesehen. Es geht um den hier. Lego 42122, den Jeep Wrangler Rubicon. 590 ein paar zerquetschte Teile, UVP 50 Euro. 50 Euro. Das ist ein Teilepreis von 7,5 oder 7,8 Cent. Ich blende es euch ein. Und ich habe gesagt, ich interessiere mich eigentlich nicht dafür. Aber seht ihr die Reifen? Wie cool die sind. Also ich feiere die Reifen total, da sind 5 dabei. Und zwar eins ist im Heck verbaut, hier seht ihr es, am Kofferraum. Und das Auto kann ja gar nichts. Der Henry von der Klemmbausteinlücke hat ein Video gemacht. Der Thomas Panke, Helder Steiner hat ein Video gemacht. Das Ding kann nichts. Die Seilwinde ist für den Hintern. Das ist nur einfach zum Drehen, wie bei jedem City-Set. Das ist keine Übersetzung. Und die einzige Lenkung ist hier hinten auf der Ladefläche, um da hinten praktisch das querdurchgehende Geständegelenkung zu bedienen. Sonst kann das Ding nichts. Und ich habe mir gedacht, ich nehme so eine Herausforderung und baue das Ding trotzdem zusammen, um zu gucken, wie Lego-Technik Autos mittlerweile kann. Denn ich muss ja sagen, aber wo ist es denn? Autos, keine Lego-Technik. Die Corvette, UVP 40 Euro, war super. 50. Und mich interessiert auch, ob dieses Auto auf den Autotransporter, auf die 42098 passt. Interessiert mich, denn die Corvette passt da drauf und der... Oh Gott, ist das Ding schwer. Der Kollege passte drauf, der 42109, das Top Pirelli Auto. Mal gucken, ob der Jeep Rubicon drauf passt. Ich war auch in einem Jeep Autohaus und habe mir dieses Auto mal in Natura angeschaut. Und mit diesen Themen, die ich jetzt im Kopf habe, mit den Verbindungen zu dem Auto, baue ich die ganze Geschichte mal auf. Und dann gucken wir mal, ob Lego einigermaßen den Ton getroffen hat von diesem Set. Oder ob ich sage, lieber nicht. Ich bin sehr gespannt. Es ist so ein kleines Experiment für mich. Ich mache ja eigentlich ungern Verriss. Ich bin dem Set an sich schon negativ eingestellt. Vielleicht überzeugt es mich doch auf der einen oder anderen Weise. Ansonsten, ich weiß, dass es auf Rebrickable coole B- und C-Anleitung für das Modell gibt. Denn, Obacht, das Ding hat keine 2-in-1-Markierung. Hier so rum. Kein 2-in-1. Das Ding ist wirklich nur dieses Auto. Kein 2-in-1-Modell. Aber dank Rebrickable gibt es da auf jeden Fall was. Und ich glaube, ich lasse jetzt mal den Bauspaß mit den knapp 600 Teilen beginnen. Und dann sehen wir uns später wieder. Ich bin gerade mitten beim Bau. Ich baue hier diese Pendelachse von dem Set. Und das Lustige ist, die Lenkung ist schon dran. Und mir kommt es vor wie eine halbe Osprey. Also das ist doch wie ein kleiner Helikopter. Das macht doch mega Spaß, oder? Also ich finde das echt cool. Leider muss ich das jetzt einzimmern. Da kommt jetzt komplett Verkleidung drumherum. Info, das einzige Zahnrad für Lenkung ist das hier. Das hier ist das einzige Zahnrad für die Lenkung zum Drehen. Hier unten dran ist nur eine Kardanwelle, die die Kraftübertragung macht. Und hier vorne dran ist nur eine kleine Achse drin, die das hält, die die Lenkung macht. Also, so, ich halte es mal fest. So, na, bleibst du hier? So. Mehr ist das nicht. Da ist kein Zahnrad, kein gar nichts dran. Das einzige Zahnrad, das noch ein bisschen damit zu tun hat, ist es für die Drehung hier, beziehungsweise für die Pendelachse. Das ist schon ein bisschen schwach, wie ich finde. Nach so 60 bis 70 Minuten unterteilt in zwei Bauschritte habe ich ihn endlich fertig gebaut, den kleinen Kollegen mit den schönen Traktorreifen. Ich mache mal die Verpackung weg, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Das Ding ist echt schick. Also schicker, als ich es mir vorgestellt habe, auch ein bisschen größer, als ich mir vorgestellt habe. Er ist jetzt kein Raumwunder. Mal ganz kurz eine Unterbrechung in dem Video. Ich habe jetzt das Modell mal komplett auseinandergebaut, denn ich baue daraus noch ein C-Modell aus Rebrickable. Das kommt am Ende des Videos. Und nur mal für euch zur Eingliederung, wie viele Technikteile dieses Set hat. Oder Technikzahnräder. Wir haben das da und das da. Das ist für die Pendelachse zuständig. Das hier, an dem dreht man für die Seilwinde. Und das, an dem dreht man für die Lenkung. Ansonsten finden wir hier kein einziges Technikzahnrad. Liftarme, Pins, Stangen, Achsen, alles Mögliche. Aber diese vier Kollegen, die null Funktion haben, sind die einzigen Zahnräder in diesem Set. Das ist schon ganz schön bezeichnend. Also für mich ist dieses Set kein Technikset. Er ist schön schwarz und gelb, so wie man es für ein Technikset eben kennt. Eigentlich kennt man das als Kran oder Bagger, aber na gut. Schön finde ich den fünften Reifen, der dabei ist, hier hinten dran, der aber null Funktion hat. Der hängt einfach nur hinten dran, der lenkt nicht. Gelenkt wird hier oben über das Teil. Ich würde aber sagen, in der Nahansicht zeige ich euch mal, was dieses Ding alles kann. Hier sehen wir nun das schöne Modell vor uns stehen in voller Pracht. Hier vorne haben wir die Seilwinde, die wirklich nur über dieses kleine Zahnrad hier ausgelöst wird. Bedeutet, ich ziehe dran und kann es einfach dann nur mit diesem Zahnrad einziehen. Da ist keine Übersetzung, kein gar nichts. Unter der Motorhaube, die übrigens hübsch gelöst ist mit diesen Panels hier, die mache ich auf und drunter ist, tada, nichts. Null, nada.
nicht mal ein richtiger Motor. Das finde ich schon ein bisschen schwach. Also da hätte ich mir schon so einen kleinen Zylindermotor erwartet. Und wenn es kein Zylindermotor ist, wenigstens so ein Achsstoppermotor, wie es bei der Corvette eben der Fall war. Oben drauf haben wir so ein kleines Gestänge mit Licht. Das ist auch nicht so verkehrt. Und hier sehen wir die Türen. Die sind auf zwei Seiten eingehangen. Hier oben und hier unten. Die können wir aufmachen. Auf beiden Seiten können wir durchgucken. Von unten ist er ein bisschen bunt. Ist jetzt auch nicht so die Welt. Cool ist allerdings, er hat ein Lenkrad, sehen wir hier drin. Das Lenkrad allerdings hat keine Funktion. Das ist einfach nur so da. Gelenkt wird wirklich nur mit dem Teil hier. Das Ding hier oben dran, das bewege ich. Und dann bewegen sich die Räder. Und da ist wirklich nur, da sieht man es hier, diese Kardanwelle da. Da ist kein Zahnrad, kein gar nichts. Das einzige Zahnrad ist das hier oben. Da ist kein Zahnrad in der Lenkung drin. Es sind noch zwei weitere Zahnräder verbaut. Das sind für diese Pendelachsen. Hier sieht man eins und da sieht man das andere. Mehr ist nicht an Zahnräder. Das ist schon schwach. Die vordere Pendelachse, die hängt einfach nur so lose drin. Und bei der hinteren sieht man es hier unten. Ja, gehen wir mal näher ran. Da. Da ist ein gelber Federmechanismus drin, eine gelbe Feder. Und dann kann man hier einfach nach links und rechts gehen, beziehungsweise er federt einfach zurück. Das ist eine nette Geschichte, aber es ist jetzt auch nicht groß spektakulär. Schön ist noch, das muss ich jetzt erwähnen, dass 5 von diesen Traktorreifen mit drin sind. Die finde ich echt super. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Die haben das schöne Profil dran, dieses Traktorreifenprofil. Da kann man sich ganz tolle Sachen machen. Da sehen wir später auch noch, was damit möglich ist. Und ich muss schon sagen, dass das Ding für 50 Euro nicht viel Funktion hat. Was mich noch stört, guck mal. Rot, 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 blau, 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 blau. Zwischendrin sind mal ein paar gelbe Achsen verbaut. Auch irgendwo unten drin. Gelbe Achsen und so weiter. Da sieht man ein bisschen. Warum kann man da nicht komplett mit gelben Achsen arbeiten oder sich mit anderen schönen Kleinigkeiten zurechtfinden? Nee, da müssen überall rot und blau Elemente sein. Also zusammen mit der Motorhaube, der schlechten Seilwinde und der schlechten Lenkung. Warum kann man die Lenkung nicht einfach hier hinten durchmachen? Hier. Einfach noch eine Kardanwelle oder eine Übersetzung ran. Hier hinten lenken, super. Kleiner Tipp. Kommt gleich, Spoiler vorweg. Aber an sich steht das Modell gut da, muss man schon sagen. Aber es kann halt nicht viel, es kostet halt 50 Euro. Nicht so sonderlich toll, ne? Motorhaube, Türen und das war's. Und das mit der Lenkung ist auch ein bisschen versemmelt. Ich habe euch aber noch ein paar Dinge versprochen. Zum einen, das ist die Corvette ZR1. Die gab es ja mal für 40 oder 36 Euro UVP. Vom Größenvergleich, die Corvette ist ein bisschen länger. Die Corvette hat einen Motor, auch wenn es jetzt kein normaler Zylinderblock ist, aber der hat eben diesen Stößelmotor hier unten drin. Nochmal zum Vergleich. Nur so als Denkanstoß. Das war drin, die Seilwinde ist wirklich ein Witz. Also für mich ist das ein City-Set mit Seilwinde und Lenkung. Das Ding kann nichts, das verdient nicht den Namen Technik. Und dass diese Lenkung nicht mal mit einem Zahnrad gelöst ist, sondern nur mit einer Kardanwelle, das stört mich auch. Da ist null Technik drin. Null. Da hat das Ding sogar mehr Technik. Ich wollte euch aber zeigen, 42099998, Autotransporter. Wir wissen ja, das blaue Auto passt drauf, die Corvette passt drauf, alles super, tutti frutti und der passt auch drauf. Der passt super drauf, egal ob vorne oder hinten, der hat Platz. Unten passt er nicht drauf, da ist er zu hoch, aber oben passt er drauf. Doof nur, der rollt einfach durch, der hat jetzt unten nicht diesen Stopper, den die anderen haben. Hier unten haben wir diese Möglichkeit, dass sie nicht zurückrollen können, dass sie nicht abhauen. Hat der eben nicht. Aber er passt drauf, muss man sagen, das ist cool. Stopper hin oder her, das muss es nicht sein. Gehen wir nochmal zurück zu zwei, drei essentiellen Funktionen. Wie gesagt, die Federung der Pendelachse hinten, die gefällt mir ziemlich gut, dass da zwei gelbe Federn drin sind. Der Mechanismus ist auch nett gebaut. Dass vorne die Pendelachse nur einfach so mitgeht, hätten wir auch zwei Federn reinmachen müssen. Und das mit der Lenkung, das käst mich auch an. Und ich zeige euch mal was. Mal die Tasse hier weg. Ich habe hier Teile liegen. Ich habe hier zwei weitere Kardanwellen, zwei 5er Achsen und eine 3er und eine 2er Achse. Und mit diesen Teilen mache ich mit dem Ding jetzt in wenigen Sekunden deutlich besseres Modell. Also das dauert jetzt wirklich nur ein paar Sekunden. Ich mache es für euch mal kurz im Zeitraffer. So, die letzten Schritte, die letzten paar Teilchen wieder dran. Gar nicht so schwer. Zack, zack, zack. Noch das hier oben dran. Fertig. Jetzt habe ich hier hinten das Rad dran. Und jetzt ist die Lenkung nicht mehr über dieses Teil hier, sondern über das Rad. Und jetzt ist das Ding mit deutlich mehr Struktur versehen. Hui! Hui! Hui!
Also das ist doch viel cooler, da guckt ja hinten nichts raus. Klar, da hast du da hinten die Welle drin hängen. Aber das ist doch viel cooler, wenn du mit dem Ersatzreifen lenken kannst, anstatt mit dem da oben dran. Das macht viel mehr Spaß, das ist viel cooler. Dazu brauchst du nur zwei weitere Achsen und eine Kardanwelle. So ist es definitiv cooler. In meinen Augen ist dieses Set keine 50 Euro wert. Also, da war das cooler. Und es hat einen richtigen Motor gehabt. Warum ich dieses Set aber trotzdem gekauft habe, zeige ich euch gleich. Ich brauche noch mal ein bisschen, denn ich muss dieses Set noch mal auseinanderbauen. Denn mein Freund Rebrickable hat eine super Anleitung. Da gibt es wunderbare B- und C-Modelle für dieses Set, für die 42122. Und da baue ich gleich mal eins von. Beziehungsweise ich nehme das wieder auseinander, baue das Modell. Denn die Anleitung kostet zwar 3 Dollar, das gönne ich mir aber. Aber dann kann ich mit diesem Auto bauen, oder mit den Teilen aus dem Auto bauen, was mir wesentlich mehr Freude bereitet als dieses Set hier. So stelle ich mir das zumindest vor. Ihr werdet es ja gleich sehen, so als kleines Extra-Ding stelle ich euch das noch mit hinten dran. Aber ich mag eigentlich keine Mecker-Videos. Ich mag echt keine Mecker-Videos. Aber bei dem Set, ganz ehrlich, die Teile sind gut, aber die Umsetzung ist echt nicht toll gelöst. Was könnte man Schöneres aus den Reifen bauen als einen Traktor? Einen wunderschönen, formschönen, gelben Traktor. Ist das nicht toll? Also das sieht super aus, wie ich finde. Findet ihr nicht auch? Ich meine, das hat was. Allein die Federn hier so verbaut zu haben. Ganz kurz, wo ich das Ding her habe. Das Ding ist von Rebrickable. Rebrickable ist eine Fundgrube für Anleitungen, für Alternativanleitungen und sonstige Dinge. Und ich habe jetzt einfach das Modell eingegeben. 42122, habe gesagt, ich möchte Alternative Builds haben. Und habe dann eben eine Liste gekriegt von Modellen, die mich angesprochen haben. Der Traktor hat mich sofort angesprungen. Ich habe mir die Bauanleitung gekauft. Die kostet 3 Euro oder 3 Dollar. Ich verlinke euch die Anleitung da unten. Wenn ihr eine coole Anleitung habt, lohnt es sich oft, Geld dafür auszugeben. Wirklich, das Ding hat mir beim Bauen nicht ganz so viel Spaß gemacht. Komme ich gleich dazu. Aber die Funktionen sind toll. Das Ding kann mehr als der da. Zum einen, wir haben Traktorreifen. Wir haben eine Lenkung. Hier oben ist ein Zahnrad. Und mit dem Zahnrad lenken wir. Und zur Information. Es sind wirklich alle Teile aus dem Jeep Rubicon verbaut. Keine extra Teile, nur die Teile vom Jeep. Ja? Wir haben die Lenkung. Und ihr hört schon, hört ihr das? Ich gehe mal näher ran. Da tut sich was drin. Jetzt kommt der Kniff. Hier kann ich aufmachen. Und dann seht ihr da drin einen Motor. Das sind 3 Motorkolben. Und die, wenn ich jetzt hier, ich hoffe, man sieht das, wenn ich es bewege, Schwerkraft, wenn ich das bewege, gehen die Kolben mit. Ich hoffe, man sieht es mit dem Licht. Und man kann die Motorhaube aufklappen. Das ist noch eine Funktion. Ja? Super. An dem einen Rad ist ein, ich muss gerade gucken, wo es ist, wo man es am besten sieht. Hier unten sieht man es. Da läuft ein Schwungrad mit. Und da seht ihr auch den Motor da unten wahrscheinlich. Und da läuft ein Schwungrad mit, wie beim echten Traktor. Was will man mehr? Es ist super detailgetreu umgesetzt. Die Anleitung kostete 3 Euro oder 3 Dollar, was auch immer. Das war es auf jeden Fall wert. Manche Bauschritte waren zwar ein bisschen seltsam gelöst, beziehungsweise erforderten ein bisschen Kreativität. Gerade das hier mit den Federn hier oben, das war ein bisschen wuselig und so, aber mein Gott. Aber sogar wenn ihr ein schlechtes Modell habt, ich sag nicht, dass das Modell schlecht ist. Der ein oder andere findet dieses Modell bestimmt cool und toll. Aber wenn ihr ein Modell habt, das euch nicht so gefällt oder nicht so ausgefallen ist, wie ihr es gedacht habt, dann geht auf Rebrickable. Guckt nach Bauanleitungen. Es gibt auch viele Bauanleitungen, die nichts kosten, kostenfrei sind. Auch zum Beispiel für dieses Technik Polybag 30465. Oder auch für andere Modelle gibt es saumäßig viel Anleitung. Ich mache dazu noch ein extra Video zu Rebrickable, was Rebrickable alles kann und macht. Aber ich wollte das jetzt nur als extra Schmankerl bieten, was man aus diesem Modell Cooles machen kann. Und ich finde einen Traktor doppelt so cool wie dieses Teil, zumal hier unten auch die Prints cool eingesetzt sind. Seht ihr das? Ich liebe dieses Ding. Super. Ich wollte nur noch mal Werbung für Rebrickable machen, weil ich die Seite mag, weil man aus etwas nicht so Coolem was mega Cooles machen kann. Und für jeden, der jetzt dran geblieben ist, hat dieses kleine Schmankerl und meine Corona-Frisur bewundern dürfen. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.